Wir machen hier alles kaputt. Wir machen kaputt, wir machen alles kaputt. Mach kaputt, ich mache alles kaputt. Mario ist jetzt Sensor. Nice. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Im letzten Part wurde uns von Mr. X oder X oder wie auch immer ein neuer Hammer gegeben, der ziemlich fresh ist, mit dem wir jetzt viel mehr Schaden machen. Und wir sind auf Rang 6 in der ersten Liga aufgestiegen. Wir kommen den Champion immer näher und ich würde sagen, wir reden hier nicht lange rum und machen direkt weiter mit dem nächsten Kampf. So, und unser nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 5. Du kämpfst gegen die Kamek-Dämonen. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Ja, wow. Mit Sprungattacken mache ich genauso gut Schaden. So einfach so bam, 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 bam. So, ne, weißt du. Haben wir nicht irgendwelche Orden, die eventuell nicht schlecht wären für diesen Fight? Ja, so ein Schrumpfer. Schwächer. Verteidigung. Ja, egal. So, wir lassen es einfach so, wie es ist. Warten, bis wir abgeholt werden. Und steigen heute hoffentlich wieder einige Ränge auf, um dem Champion näher zu kommen. Das Kapitel dauert halt echt, zieht sich halt echt durch die ganzen Kämpfe. Kann man sagen, was man will, es ist einfach so. Vor allem, weil man halt manchmal richtig asoziale Vorgaben bekommt, dass man eigentlich gar nichts dagegen machen kann. So. Ne? Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Lass uns niemals besiegen. Du wirst dich wundern, was mit echter Magie alles vermag. So, wir haben jetzt hier das Problem. Das sind 3 Kamecks, das heißt, wir müssen wieder 3-mal scannen, Alter. Oh, bitte. Ja, komm, ja. Wir fangen an mit Grün Kamek. Weil, auf dem Besen und so. Das ist ein grüner Kamek. Ein grün gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximaler KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Er lädt deine Gegner elektrisch auf oder macht sie durchsichtig. Ist er allein, schafft er sich durch Magie Doppelgänge. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Wir versuchen es, der powert aus. Natürlich. Holy shit. Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu gehen? Okay. Okay. Scanner. Scan den weißen Kamek. Zack. Das ist ein weißer Kamek. Ein weiß gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximal besiegen, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Seine Spezialität sind Erfrischungszauber, mit denen er deine Gegner fit macht. Ist der Lion, schafft er sich auch durch Magie durch. Ja, okay. Wir nehmen jetzt erstmal dich raus. So. Ich hoffe, ihr greift jetzt auch mal nicht nur Mario an. Ich hoffe, der tut mir nichts Orden bringt jetzt auch mal wieder was. Verteidigung wurde erhöht, okay. Okay, gut. So, Scanner, jetzt noch dich. Danke. Das ist ein roter Kamek. Ein rot gekleideter Kamek voller Zauberpower. Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist das Gleiche. Es ist absolut das Gleiche, nur halt... ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Haben wir irgendwas... irgendein Item, das die vielleicht direkt rausnimmt? Angriffskraft 5? Nee. Maxi Beben, es ist dein Einsatz gefragt. So. Zack, zack. Das sind halt auch ziemlich nervige Gegner, weil, oh, 3 Stück, 3-mal scannen. Also, wenn man das Scannen weglässt, dann ist es halt nicht so schwer, aber ich scanne halt und das macht es mir dann 30.000-mal schwerer, vor allem, weil es sind im Endeffekt, es ist 1:1, jeder hat die gleichen Fähigkeiten, selben Angriff, selbe Verteidigung. Aber es zählt, ach komm, es zählt als 3 unterschiedliche Gegner, weil sie unterschiedliche Farben haben. Das ist so hart lächerlich, wenn man mal drüber nachdenkt. So. So. Jetzt machen wir es einfach so. Nein, der hat noch eine erhöhte Verteidigung. Egal. Nein, wir dürfen keine Hammerattacken benutzen. Scheiße, da war was. Okay. Okay. War vielleicht jetzt nicht so das Schlauste. Scheiße, jetzt macht er sich Doppelgänger. Fuck.
Oh. What the fuck? Seid ihr krank? Alter, die wollten uns gerade alle mit dem Stein bewerfen. Ich versuche es jetzt einfach mal mit einem Multisprung. Und hoffe... Ach ja, stimmt, da war ja was, wenn du den einfällst. Naja. Okay, fickt euch. Frisst den Donnerblitz. Ach so, der Donnerblitz trifft nur einen. Ich dachte alle. Wie lächerlich ist das denn? Habe ich irgendwas, was alle trifft? Ich hoffe jetzt einfach mal, du bist der Richtige. Ja. Alter. Nervige Gegner. Sehr nervige Gegner. 69, aber jetzt nicht mehr. Schade. Egal, keine Armattacke benutzt. Wir haben es geschafft. Rang 5 ist unser. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. So geht das. Mario. Oh nein. Oh, was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer? Bomber scheint ja eine Menge Feinde zu haben. Eine unglaubliche Wendung. Dass ich ausgerechnet dich hier in Falkenheim treffe. Tja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst du noch deine Lektion. Oh, darum Bowser. Ja, halt deine Schnauze. So, ich lasse Gumbrina jetzt vorne. Weil wenn, dann soll Gumbrina bitte zuerst sterben. Das ist Bowser. Aber was macht er denn hier? Maximal Level 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist ein giftiger Biss. Danach sinken deine KP ganz langsam. Nach seinen Sprungattacken kannst du bestimmt Techniken nicht mehr benutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Ja, dann haben wir unseren Kraftpunsch noch. Ja, nee, den jetzt zu verwenden wäre dumm. Egal, frisst den Powerhauer. Der sollte jetzt einiges an Schaden machen. 5. Wow. Nicht wie erwartet. Okay. Wir haben den Kraftpunsch doch nicht mehr bekommen. Wir haben die doch gekillt. Ach, das ist so lächerlich. Wozu habe ich mir einen Kraftpunsch gekauft? Ah. Friss nochmal den Powerhauer. Ja, Alter, es ist echt hart mit den KP, die wir haben. Ach, schade. Wir haben echt zu wenig KP. Okay, es hat nicht uns erwischt. Gut. So, Saugmatz. Gut. Wir gehen jetzt hier auf den Maxi-Beben. Das dürfte ganz guten Schaden anrichten, wenn ich es jetzt nicht wieder verkacke. Ey, das Kapitel ist echt hart mit 10 KP, Mann. Aber ich zieh's durch. Also ich will nicht das ganze Spiel mit 10 KP durchziehen, dass wir uns falsch verstehen, aber so im Moment ist es halt noch mit nur 10 KP möglich, nur später halt nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Danke, lautes Auto, dass du hier vorbeifahren musstest. Ich hoffe, man hat's nicht gehört. Man hat's safe gehört, aber es ist mir jetzt egal. So, nice. Oh, Bowser, du bist ein Bastard. Ja, typische Mario. Findest du es eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Ja, es ist doch der Sinn dahinter. Okay, jetzt haben wir gut geblockt. Alter. So, jetzt nochmal ein Saugmatz und noch ein Powerhauer. Und dann nächste Runde bist du down. Ah, ja. So, frisst den Powerhauer. Ihm bleibt halt genau ein KP übrig. Das ist so bitter. Wow. Scheiße, Mann. Jetzt gesterben und bitte gib uns am besten noch 20 Sternpunkte. Aber wir haben nicht dauernd, Alter. Ja. 20? Nein, nicht mal. Bastard. Okay, bei unserem nächsten Level aber erhöhen wir auf jeden Fall Safety KP. Es wird kritisch. Ja, das ist unser Bomber. Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Du bist unschlagbar, Bomber, und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist unsere Vorstellung beendet. Also bis bald in der Arena. Alter Vater. Das ist heftig. Hui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 . Dafür gibt es 13 Münzen. Und wir steigen auf Rang 5.
Lass dich jetzt allein, also man sieht sich. Wow. Das war jetzt ein Kampf, wofür wir 10 Minuten gebraucht haben. Da ist dieser Kerl da plötzlich aufgekreuzt. Etwas erschrocken war ich schon. Hey, Bomber. Dieser Kuchen. Da du ihn nicht essen wolltest, habe ich ihn aufgegessen. Mann, war der lecker. Ja, es ist schön. Ich meine mich zu erinnern, dass der tatsächlich giftig war und deswegen habe ich ihn nicht gegessen. So leid es mir tut, Cooper. Aber hey. So. Auf den nächsten Kampf. So. Alter, es wird stressig. Fuck, Mann. Hallo, Bomber. Du möchtest ja zum Kampf mit mir? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 4. Du kämpfst gegen Lancissimo. Im folgenden Kampf solltest du keine Sprungattacken benutzen. Ich möchte einen fairen Kraftvergleich sehen, okay? Ich glaube, man kann bei dem auch keine Sprungattacken benutzen, weil der eine scheiß Lanze hat. Sagt der Name ja schon. Lancissimo, ja? Nach dem Fight sollten wir aber ein Level-Up haben und dann können wir die KP erhöhen und dann wird es ein bisschen minimal angenehmer durch 5 KP mehr. Eieieiei. So, aber maximal werde ich insgesamt, glaube ich, MLP auf 20 KP gehen. Das ist möglich. Und Lancissimo ist ein fucking harter Gegner. Ich glaube, man kann ihn sogar nicht mehr mit Hammerattacken treffen. Das ist das Bittere. Scheiße. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklimmer Bomber Luigi und der Hüter der Finsternis Lancissimo. Was ist los, Mario? Wir schaffen das. Du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Das werden wir sehen. Ein Kampf nach dem anderen und es macht trotzdem Spaß. So, keine Sprungattacken. So, Gumina, was sagst du mir? Darf ich den mit Hammerattacken angreifen? Das ist ein Lanzenheer. Lanzenheer sind schwer bewaffnete Rabenviecher. Maximale KP 20, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Ziemlich starker Gegner. Seine Lanze schützt ihn leider vor Sprungattacken. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden. Okay, nur vor Sprungattacken, gut. Das sind genau die Sachen, die wir nicht benutzen dürfen, deswegen den Hammer frisst du trotzdem, du Bastard. So, und wenn du jetzt Gumbrina triffst, ist mir das scheißegal. Die blockt das auch noch. Und mit Gumbrina switchen wir jetzt. Switchen wir auf Kupio, der tankt ein bisschen mehr. Mario geht weiter auf den Powerhauer und dann ist dieser Fight auch kein Problem. Im Moment haben wir Glück, was die Vorgaben angeht. Das ist ziemlich praktisch. Ja, dankeschön. Dreckseimer. So, wie gesagt, Kupio ist da ein bisschen mehr tanky. Ja, wir können Mario jetzt durch Kupio ein Panzerschild geben, dadurch, dass wir ihm ein Level abgegeben haben. Das ist ziemlich praktisch. Ich hoffe jetzt einfach mal, der Powerhauer sitzt, dann ist er nämlich down. Geh bitte nicht daneben. Bitte. Jawoll, Alter. Nice, und wir haben unser Level up. Das heißt, KP werden erhöht. Endlich mal. So. Da. Level up. Woo. So. Das erste Mal die KP in Kapitel 3. In Part 20. Erhöhen wir das erste Mal die KP. Ist das krass. Oder ist das... Das müsste Part 20 sein. Aber ich bin das Bomber Luigi. Ich nehme die ganzen Paste hier gerade am Stück auf. Um einen Vorrat zu haben, während ich auf der Gamescom bin. Ich glaube, den Part seht ihr am Gamescom Samstag. Denke mal. Bitte deine Gage. So. Ich lasse dich jetzt allein. Oh, so. Rang 4 sind wir jetzt, meine Damen und Herren. Das ist krass. Komm, Champion, immer näher. Mario, du hast wieder eine Mail bekommen. Geh zur Telefonzelle vor der Arena, X. Okay. Wir hören auf dich, X. Wir vertrauen dir, X. Wir hören auf dich und vertrauen dir. Ah, ja, so. Oh Gott, Aurelius. Hey, Bombe. Du kommst gerade recht. Ich werde dir deinen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Dieser glitzende Kraftprotz wagt es uns zu drohen. Aber wenn er uns droht, dann war die Mail von neulich vielleicht von ihm. Aber egal, von wem die Mail kam, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Naja, aber die Mail ging darum, dass wenn wir weiter so rumschnüffeln... Er droht uns, dass er uns fertig machen will. Aber die Mail ging darum, dass wir nicht so rumschnüffeln sollen. Aber X fordert uns darauf auf, das ist krank hier. Wir haben einerseits Aurelius, der uns so droht, dann jemanden, der uns per Mail droht, dass wir nicht rumschnüffeln sollen, und jemanden, der uns Anweisungen gibt, was wir machen sollten. Und hier ist ein Sternensplitter, warum habe ich den nicht gesehen? Mann, was hat es mit dieser Drecksarena aus sich? Wo ist das Sternjuwel? Ich finde es alles heraus, aber was? Lagerschlüssel. Geh ins Lager neben Clubons Büro, X. In das Lager?
Geh hier hin, geh dorthin. Langsam wird mir das zu bunt mit dem. Ja, aber vielleicht weiß er was vom Sternjuwel und deswegen sollten wir, denke ich, auf ihn hören. Das wäre zumindest eine relativ gute Idee, würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen hören wir weiter auf ihn. Das kann uns schon passieren. Außer, dass wir in eine Falle gelockt werden. So. So, wir müssen ja Club uns das. Jetzt kommen. Du weißt also nicht, wer hier reingekommen ist? So ist es, Totskopper. Ich habe Geräusche gehört, die aus dem Zimmer kommen. Okay, überlass das mir und geh zurück auf deinen Platz. Und sprich mit niemandem darüber. Du, was hast du denn hier verloren? Halte dich fern von Orten, an denen du nichts zu suchen hast. Aber wir haben den Schlüssel für den Lagerraum. Was hat es mit dieser Drecksarena auf sich? Hier geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu sich. Oh Gott, Nagarine. Oh, so sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin von Momba? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Diebin, oder? Also warst du es wahrscheinlich, die man immer aus diesem Zimmer gehört hat. Keinem Fall, nur Dilettanten machen Geräusche. Es muss doch irgendwo jemand anders hier gewesen sein. Egal, aber du bist auf alle Fälle eine Diebin, oder? Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also noch herzenslos bedienen. Also dann müsst ihr Zeit, Adieu zu sagen. Wow, das ist der berühmte Kuss. Und nur für dich, Bomber. Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsamer Orte. Passt auf, dass sie nicht so endet wie die da oben. Also bis dann, süßer Mr. Schnauzer. Wir sehen uns. Was heißt, dass wir nicht so enden wie die da oben? Weg ist sie. Wie sich so ein Kuss anfühlt. Warte nur ab, wenn ich erst erwachsen bin, dann. Aber eine Frage, Bomber. Die da oben, was soll das eigentlich heißen? Finde den Schalter für die Treppe und gehe hoch. X. Der Schalter für die Treppe? Kannst du mir sagen, wo hier die Treppe sein soll? Tja, den müssen wir finden. Können wir da hoch? Warte mal. Ach, nur ein Sternsplitter. Warte mal, Iro, ne? Ah, guck mal an. Jetzt geht's hier schon langsam Richtung Rätseln. Oh, ist nur der Charge-Orden. Der Charge-P-Orden. Na gut, aber hier geht's das Gleiche. So. Ich bleibe aber bei Nico, weil Nico immer noch der beste Begleiter ist. Alter, Lex. Wir machen hier alles kaputt. Wir machen alles kaputt. Mach kaputt, ich mache alles kaputt. Mario ist jetzt Sensor. Nice. So. Oh, da ist die Treppe. Nice. So. Das heißt nicht so enden wie die da oben. Okay. Und weg mit dir. Ah, warte mal, das ist noch ein Orden. KP plus P erhalten. Nice, gehen wir da runter, oder? Gehen wir da runter. Im Lüftungsschacht. Wow. Okay. Aber in dem Lager ist niemand, oder? Nein, die Tür ist fest verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Schon in Ordnung. In dem Lager gibt es ohnehin nichts zu stehlen. Du hast ja gut aufgeräumt. Aber was ist eigentlich aus dem Marono geworden? Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, weil es die Regeln verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Genauso habe ich es auch mit den anderen verschollenen Kämpfern gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr. Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht. Also Herr Clubone, ich verstehe das auch nicht. Sagt den anderen Kämpfern, Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt. Es muss ja auf jeden Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Wenn diese Info publik wird, laufen uns Zuschauer und Kämpfer davon. Alles klar, ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Clubone. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was du da immer so machst.
Herr Klubauen, ich habe doch auch Recht auf ein Privatleben, oder? Ach, noch etwas. Hast du schon einmal etwas von Sternjuwelen gehört? Was? Na, nein, nie gehört. Hm, so, so. Gut, verstanden. Also gut, dann darfst du jetzt gehen. Herr Klubauen weiß was von den Sternjuwelen. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfer aus. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Hey, Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer. Marone war doch der aus der zweiten Liga. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Hey, ist da jemand? Eine Maus. Ich dachte schon, da hätte sich jemand versteckt. Gut, also wieder zurück an die Arbeit. Puh, das ging ja gerade nochmal gut. Hast du auch gehört, dass Klubauen von Sternjuwelen gesprochen hat? Diese Todskörper scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir entdeckt werden. Wir sind in einem scheiß Lüftungsschacht. Wie wollen wir hier bitte entdeckt werden, Mann? Naja, egal. Verpissen wir uns trotzdem. So. Wieder ganz unauffällig zurück in unsere Garderobe. Es ist nichts passiert. Wir waren nur kurz weg. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's denn hier erstmal für den Part. Im nächsten Part kämpfen wir uns dann hoffentlich zum Champion. Also, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, schönen Abend, schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal im Paper Mario, die Legende von mir und Tor. Also, rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.